Ich werde sie bewachen lassen. Es dämmert. Man bringe Fackeln. Und zum Feuerwerk Musik. Du, wo steckst du denn? Zoraide wird deine Backen schön bewillkommen, wenn du ihr vor die Augen kommst. Oh, nicht böse sein, lieber Hassa. Ich habe es schon recht bereut, dass ich mich von diesem Landstreicher bezaubern ließ, hier abtrünnig zu werden. Das ist dein Glück. Was hast du da für schöne Feigen? Oh, die sind von unserem Hofgärtner und gehören nur für Tutu und Zoraide. Die sind äußerst selten. Geh und trage sie hinüber und übergib sie nur unserem Herrn und der Prinzessin. Ich hoffe sehr, sie damit wieder gut zu machen. Bei meiner Schönheit, das sind herrliche Feigen. Ich werde mich damit einschmeicheln. Ich werde sagen, ich habe sie selbst gepflanzt. Geschwinde, nur geschwinde, nur geschwinde. Ja, ich gehe schon. Muss ich ein paar davon stibitzen. Das wird ein herrlicher Schmaus für meine Schönheit sein. Na, wart nur, du Spitzbub. Du wirst gut ankommen. In Ordnung. Tutu hat eine rasende Freude. Jetzt werde ich meine Feigen verzehren, dass mich niemand belauscht. Ruhig bei meinen Feigen und schlummere und plötzlich läuft alles davon. Ja, was lacht ihr denn? Sie ist ohnmächtig. Ja, meine Tochter, was ist dir? Wie schaust du denn aus? Das ist ein Spaß. Oh, ich unglückliches Mädchen. Wer hat mir das getan? Das ist ein Spaß. Du, schauen Sie doch in den Spiegel. Ein Spiegel.
Ich halte mich. Mich trifft der Schlag. Mein Leibarzt! Mein Leibarzt! Mein Leibarzt! Ein Kostüm! Ein Kostüm! Gebieterin! Na, sie schaut gut aus. Wie sehen Sie denn aus? Aus meinen Augen, wenn ihr die deinigen lieb sind. Ach, meine arme Gebieterin, was ist denn geschehen? Der Leibarzt kommt. Der Leibarzt, der Leibarzt. Helfen Sie uns, bitte helfen Sie uns. Verzeihung, Mächtige, Zoraide, das kann ich nicht. Wo die Natur solche Bocksprünge macht, ist meine Kunst zu Ende. Ja, ich verzweifle. Ich sehe durch. Sticker, zu. Was? Alle guten Gott. Was ist das? Diese Nasen. Untersteh er sich, unseren Nasen etwas Schlechtes nachzusagen. Ja, seid ihr noch viel größer. Bei meiner Schönheit, das ist ein Hexenwerk. Also, was wollt ihr uns melden? Es ist ein außerordentlicher Arzt aus Frankreich hier. Er will dich sprechen. Wo? Wo? Da ist er schon. Wo? Ach, da. Servilissimus, humilissimus. In mir sehen Sie den berühmten Doktor, der sich in der ganzen Welt hat einen großen Namen gemacht. Also brauchen Sie nicht so weit herumfahren, immer nur meiner Nase nach. Hm? Verzeihen Sie, meine Angebetete, habe ich der Vergnügen, die berühmte und schöne Zoraide vor mir zu sehen? Ja, ich bin die Schöne. Zoraide. Ich glaube, Sie haben eine sehr schlimme Gemütskrankheit. Eine sehr schlimme Krankheit. Erst hätten wir gern Ihren Rat erfahren. Erlauben Sie, dass ich Ihre Puls fühle? Was hat denn der Puls mit der Nase zu tun? Entschuldigen Sie, alles hat miteinander in der Natur zu tun. Alles, so zum Beispiel der Gurgel mit der Magen und der Hand mit der Backe und der Mund mit der Fuß zu tun. Verstehen Sie? Ich werde Ihnen sofort erklären, warum zum Beispiel der Mund mit der Fuß zu tun. Wenn zum Beispiel ich habe eine lose Mund. Na, freches Mal. Pardon, ich meine ein keckes Mundwerk. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, mein Fräulein. Wenn zum Beispiel habe ich eine kecke Mund und einer nimmt einen Stock und will mich schlagen, verstehen Sie? Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als davon zu laufen. Also Sie verstehen, dass der Mund hat eine Verbindung mit der Fuß. Ja, aber wir reden doch jetzt nicht vom Prügeln. Das ist ja nicht zum Aufhalten mit Ihren Geschichten. Unsere Nasen sind die unglücklichsten Geschichten, die man erleben kann. Ach so. Sie haben wollen kommen von Ihrer Nase weg? Ja! Ja! Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ja. Bitte schön, also drin, nehmen Sie einen Schluck von dieser Medizin. Nun endlich bringt er mal was heraus. Da werde ich ja kurios. Et voilà. Der Nase ist perdu. Bei meiner Seele. Oh, ein Wunder! Ein Wunder! Ein Wunder. Sie sind ein goldener Doktor. Das ist möglich. Oh, so guter Mann. Ja. Mir auch. Nur geschwind. Trinken lassen. Ja, gib mir Brunnenwasser, das wirkt. Alors, santé, dévote Nase! Es lebe die Schönheit! Grazie. Nun?
Trinken Sie noch eine ganz kleine Schluck. Ja, sie lasst nicht nach, die Nasen. Es hilft nicht. Ach, ich verstehe nicht. Der Nase muss eine ganz besondere Anhänglichkeit haben an der schöne Prinzessin. Ich muss meine Schönheit wieder haben. Sie müssen mir helfen. Ja, wenn ich nur wüsste, wie. Ich habe eine Idee. Mademoiselle, sagen Sie mir, haben Sie einen Talisman, der durch der Macht seines Besitzes hat eine Kontrawirkung entgegen meiner magischen Kraft? Hm? Wie? Meine Zaubergaben? Sie haben Zaubergaben? Die müssen Sie von sich werfen, sofort. Das ist unmöglich. Unmöglich, Mademoiselle. Au revoir. Meine Macht ist zu Ende. Adieu, meine schöne Prinzessin. Was soll ich machen? Ja, wirf sie weg, die Zaubergaben. Alle drei, weg damit. Wohlan, so will ich meinen Reizen auch dieses Opfer bringen. Opfere. Schaut drum. Lieber Herr Doktor, ich will mich von meinem Zaubergarten trennen. Très bon. Gulan, hier liegen Sie. Julie. Wenn du mir meine vorige Gestalt wieder verschaffst, so gehören sie dir. Sie kehren nach mir. Erkennst du mich nicht? Aus dem Quacksalber ist ein Quecksilber geworden. Was mein gehört. Und dir lasse ich dein falsches Herz. Und? Der lange Nase. Also so wäre ich betrogen. Und von Ihnen, von einem Menschen, von dem man nicht mal weiß, ob er einen Kopf oder eine Wassermelone zwischen seinen Schultern hat. Oh, wendet euch weg, ihr Elemente, von dieser ausgearteten Tochter der Natur. Verstumm, o Muse, die du sie besingest. Donner, die ihr sie umbrauset. Winde, die ihr sie umsauset. Sonne, die du sie beleuchtest. Regen, der du sie befeuchtest. Tyrannisch soll sie im Reiche der Schönheit herrschen. Alle Spiegel sollen ihr zum Opfer fallen. In einen Maskenball werde ich diese Insel umgestalten. Und alle Schönen müssen solche Nasen tragen. Jetzt werde ich mich zurückziehen und Rache brüten über dich, du Nasenfabrikant! Linderl, dass das alles so gut ausgegangen ist. Also, jetzt seien wir wieder gut. Ja. Seit Sie ein Stabel wieder haben, habe ich eine rechte Liebe zu Ihren Kindern und allen entwickelt. Und zu Ihnen. Und die Kuh, die wird meiner Tochter just gut getan haben. Zwar ein Idel. Euer Gnaden. Ich bin auch noch eine Partei, die im schmeckenden Wurmhof logiert. Also für das Naserl